Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Part Nummer 51. Ja, im letzten Part haben wir den Schattentempel endlich hinter uns gebracht. Ich habe danach noch ein bisschen mir, habe dann noch die Skulpturas geholt und Co. Und heute würde ich gerne erstmal die Schuhe ausziehen. Die rutschen mir ein bisschen zu arg, so. Quatsch, falsche Schuhe. Ja, von nicht rutschigen Schuhen zu nicht lauffähigen Schuhen. Und zwar möchte ich heute wieder ein paar Sidequests machen. Oder halt zumindest hier ein paar Sachen hier nebenbei. Na, kann Link da nicht rüberspringen? Doch, komm. Kann er nicht. Gut, dann lassen wir es einfach sein. Ja, da wollte man ein bisschen stylisch sein und dann klappt es nicht. Navi, was möchtest du? Wie so oft? In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, aber nicht sofort. Wie gesagt, ich möchte ein paar Side-Quests machen. Und ja, ich weiß nochmal, was für ein Skulltula mir hier in Kakariko nochmal fehlt. Und zwar habe ich davon schon ein paar Mal gesprochen. Ich weiß zwar nicht, warum ich ihn nicht geholt habe. Habe ich wohl verpeilt. Aber dadurch, dass wir jetzt den Enterhaken haben, können wir hier oben auf die Dächer oben drauf. Und ja, habe ja schon erzählt gehabt, hinter dem Dach hier, das habe ich ja als junger Link irgendwie verpeilt gehabt, dass man den irgendwie nur als erwachsener Link dort sieht. Und da müsste jetzt, ja, alles klar. Da ist jetzt hoffentlich doch der letzte Skulltula. Na, komm. Den kriege ich jetzt mit Rückwärtssalto. Alles klar. Können wir mal so Link von innen angucken? So, ich möchte auf jeden Fall erstmal gucken, ob das jetzt auch der letzte war. Na, bitte, bitte, bitte. Ja, okay, alles klar. Kakariko ist es auch komplett abgeschlossen mit allen Dungeons und hast du nicht gesehen. Und ja, Zoras Reich, da könnte ich glaube ich auch hin, wenn ich mir krass überlege. Will ich jetzt in diesem Part machen? Ja, komm, da gehen wir hin. Bin nur gerade überlegen, was schneller ist, weil vom Weg her ist es doch schon ein kleines Stück. Und ich habe ja eigentlich noch ein bisschen was vor, auch mit dem jungen Link zu machen diesmal. Kann auch gut sein, dass es das auch bis zum nächsten Part dann dauert. Ich kann ja mal gucken, dass ich. Jo, beide, das liegt nicht unbedingt auf dem Weg. Nee. Ich muss ja eh dann links rum, wenn ich zum Zoras Reich möchte. Ja, leider gibt es fürs Zoras Reich leider keinen, ja, keinen passenden Platz, wo man sich hinterteleportieren kann. Deswegen müssen wir weiterhin laufen. Aber ist ja nicht ganz so wild. Oder wir können auch schwimmen hier. Weil. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es da noch einen Skulltula, der relativ gut versteckt ist, meiner Meinung nach. Und wir haben auf jeden Fall jetzt schon die ganzen Items, die uns dafür. Oder haben wir? Ich hoffe es doch. Nee, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen mache ich das nicht. Ja, so schon habe ich mir meine Meinung geändert. Dann gehen wir mal kurz nochmal zurück in die Zitadelle der Zeit. Machen uns jung. Und dann werde ich mal noch ein paar Sachen nachholen, die, ja, die ich mit dem jungen Link noch verpasst habe. Ein paar wichtige Stellen. Ja, man muss auch dazu sagen, wenn man sich das nicht merkt, dann sucht man sich halt wirklich dumm und dämlich. Oder vor allem, man muss es ja auch mal wissen. Aber es gibt so ein paar Skulltula, die sind relativ gut versteckt. Warte mal, bevor ich. Wobei, das kann ich auch danach noch machen, wenn ich mich wieder groß mache später. Weil es gibt noch einen Skulltula bei Ganon Schloss. Bin mir sicher, dass ich mir die nicht geholt habe. Muss ich da nochmal nachgucken. Weil normalerweise wollte ich da erst hin, wenn ich alles habe. Aber es macht halt nur nicht viel Sinn, weil ich muss ja dann früher oder später eh die Skulltula holen und dann abgeben. Oder mehr oder weniger abgeben. Und wenn ich dann erst zum Schloss laufe, die Skulltula hole, das Schloss mache, dann ist das Game schon vorbei. Deswegen muss ich da irgendwann mal vorher hin mit der Skulltula. So, zumindest haben wir einen minimalen Fortschritt. Wir haben in Kakariko den Skulltula geholt, deswegen ist es nicht ganz so wild. Ich möchte in die Wüste und nochmal zum Schloss, ja, genau. Und zwar möchte ich mit dem. Ja, möchte ich mit der Hymne des Sturms. Möchte ich mir endlich diese eine Skulltula holen, die ich schon die ganze Zeit vergessen habe, von der ich erzählt habe. So, dafür müssen wir aber Tag machen, weil. Ja, weil sonst lassen die uns erst gar nicht rein. Aber da gehe ich erstmal direkt zum Schloss, weil sonst. Ja, sonst blockieren sie mich so oder so. So, alles klar. Wobei, ich kann ja auch so jetzt schon wieder hin, ja. Stimmt ja.
Ich meine, hier stehen ja nicht mehr Wachen, nur weil es Nacht ist. Es ist ja nur dann im Innern, dass ich halt nicht zu Zelda kann. Und da möchte ich ja auch nicht hin. So. Oh, es wird eh gerade Tag, von daher. Hätte ich gar nicht gelohnt, wenn ich jetzt hier die Zeit gespielt hätte. Und hier vergeht ja die Zeit auch, von daher macht es dann doppelt keinen Sinn. So, muss nur gerade nur kurz gucken, dass ich den Weg nochmal finde. Ich denke mal, hier kann ich nochmal hoch irgendwo. Na. Irgendwo hier zwischendurch. Also muss ich schon sagen, ich bin schon so wirklich ein bisschen blind, was das angeht. Aber ja, zum Glück ist der Weg nicht ganz so weit. Und wie gesagt, bei 100% muss man halt mal wie gedoppelt laufen. Ich hätte hier auch so oder so erst später hinkommen können, weil ich habe ja das Lied gebraucht. Ich meine, das ist ja wohl irgendwo logisch. So, aber was mir gerade einfällt, wir können ja hier mal just for fun die Maske benutzen und gucken, was die Steine hier sagen. Vielleicht sagen sie irgendwas Spezielles. Na, bla bla, höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass Prinzessin Zelda trotz ihres eleganten Äußeren ein echter Wildfang wäre. Okay. Also, dass er halt lieber Blödsinn macht, als dass er sich benimmt, sagen wir mal so. Aber musste man das jetzt unbedingt wissen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach ja, mir fällt noch was ein. Dadurch, dass wir jetzt auch das Auge der Wahrheit haben, können wir auch noch ein Minispiel machen. Wir können noch so viel machen. So, und zwar hier dürfte es jetzt irgendwo ein Loch geben. Ja, hier vibriert sogar. Aber das geht halt wirklich nur auf, wenn man das Hymne des Sturms spielt. Das ist halt so ein bisschen gemein. Na gut, selbst wenn man es mit der Bombe aufmachen müsste, dann wäre es halt auch nicht so einfach, weil, ja. Wir bräuchten so oder so Bomben hier, wie ich gerade sehe. Man hört sie ja schon knistern und rascheln. Ja, nicht abprallen, die Bombe. So, alles klar. Der ist natürlich nicht explodiert. Ja, muss man sagen, ziemlich viel, aber auch ziemlich egal. Und hier ist eine von diesen Skulptura, bei denen man wirklich sagen muss, da kann man das Spiel ein bisschen, ja, kann man glitchen. Heißt, man kann jetzt die Skulptura hier besiegen. Dann erscheint natürlich das Skulptura-Symbol. Dann kann man mit dem Boomerang sich das Skulptura-Symbol holen. Und während man rausgeht, also quasi man wirft den Boomerang, ich mach's natürlich jetzt nicht, also man wirft den Boomerang, holt sich das Teil und gleichzeitig geht man raus, man bekommt es, man wird rausteleportiert, geht wieder rein und die Skulptura ist wieder da. Hier könnte man quasi endlos die Skulptura-Symbole farmen. Aber wie gesagt, das mache ich nicht. Das hätte ich vielleicht mal einmal kurz machen können, jetzt im Sinne von, ja, dass ich am Ende 101 habe, dass man es dann einmal gesehen hat, aber nee, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt ein großer Freund von Glitchen, besonders wenn es um sowas geht. So, und hier gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was extra, oder? Ne, das war dann die einzige Skulptura. Okay, aber hier haben wir mal einen Stein, da können wir mal kurz mit dem nochmal quatschen. Wenn wir schon mal hier sind, da können wir das ruhig mal machen. So, bla bla. Man erzählt sich, dass man in bereits bewältigten Labyrinthen später neue Dinge fände. Ja, das ist zumindest ein guter Tipp, dass man dann sagen kann, ja, man kriegt ja hier die Skulptura, die es dann noch zu holen gibt. Aber das kriegt man ja eh mit, weil man dann das Skulptura-Symbol nicht sieht. So, hier sind wir zumindest mal fertig. So, jetzt würde ich gerne mich fangen lassen, damit ich schnell wieder rauskomme, genau. Weil ich möchte dann in der Nacht nochmal zu einem Minispiel. Hey Kleiner, halt, stehen bleiben, im Namen des Königs. Wundern sich nicht, warum ich von hinten komme, aber gut. So, erstmal kurz dunkel machen. Weil der Laden hat leider nur in der Nacht geöffnet. So, alles klar. Also, es ist schon ganz praktisch, wenn man sich so einen leichten Plan macht, was man so alles vorhat. Wenn man natürlich blind spielt, geht super schlecht. Dann läuft man halt Wege dreimal. Aber ja. Ich muss ja sowieso immer mal wieder ein bisschen überlegen. Man merkt es ja allein schon daran, dass ich auch nicht mehr alles auswendig weiß. Bis halt auf diese ganz extremen Sachen, weil so ein solches Skulpturas merkt man sich einfach, weil erstens, wie gesagt, wegen dem Glitch und zum zweiten, weil das halt richtig fies versteckt ist und der Hund hätte mir nicht unbedingt folgen brauchen.
Truhenlotterie. Öffne eine Truhe und Vulja, findest du einen Schlüssel, darfst du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier's aus. 10 Rubine pro Spiel. Machst du mit? Ja. Ein kleiner Schlüssel, ist klar. So, und im Prinzip ist das Ganze wie so ein Mini-Dungeon aufgebaut und wir schummeln mal ein wenig. Weil hier, ich glaube, so der, man hat ja bei den anderen Truhen gesehen, dass es nicht geht, aber hier ist so irgendwie, frag mich nicht warum, hier kann man durch die Truhen durchgucken und dann sieht man, wo halt der nächste Schlüssel ist. Und so macht man sich halt das ganz einfach. Und dieses Minispiel habe ich damals ohne das Auge der Wahrheit geschafft. Und zwar viele Versuche und gleichzeitig halt, nicht gewusst, dass man mit dem Auge der Wahrheit durch die Truhen gucken kann. Ist zwar irgendwo ein bisschen lame, aber gleichzeitig halt auch so ein, wie soll man sagen, bewusst so gemacht, damit man halt nicht hier auf pures Glück, weil ganz ehrlich, die Minenbowlingbahn hat ein bisschen mit Skill, ein bisschen mit Glück zu tun wegen den Hühnern. Und hier ist es pures Glück. Und man sieht ja, wie viele Räume das sind. Also selbst wenn man dann im letzten Raum ist und dann im letzten dann nochmal das Ganze verpeilt. Also als Let's Play hätte ich ja keine Lust, es noch 25 Mal zu machen. Ich habe zwar genug Rubine, aber wäre vielleicht auch ganz lustig gewesen, wenn ich das Ganze halt einfach im Zeitraffer durchgehauen hätte. Aber das ist unnötig. Also ganz ehrlich, da muss man nicht unbedingt jetzt noch irgendwas extra machen. Und ich meine, was beweist man damit, dass man Glück hatte? So, und hier jetzt kann man auch nochmal durchgucken und zwar ist ein Herzteil drin. Sehr schön. Ja, so kann es gehen, so schnell. Aber ist halt auch das, man muss es erstmal wissen, dass man dann mit dem Auge der Wahrheit durch die Truhen gucken kann, weil sonst geht's nirgends. Super, du hast ein Herzteil gefunden, du besitzt nun 3 Herzteile. Finde ein weiteres und deine Energieleiste erhöht sich. Ja, das hat der Typ gesagt. Sind wir hier erstmal wieder raus. Ja, ein Minispielraum, der größer von innen ist als von außen. Muss man dazu sagen, weil ich meine, wie weit erstreckt sich denn bitte seine Bude? So, hier nochmal zu grün. Und ja, man merkt halt echt, das ist auch so aufgebaut, dass das kostet halt nur 10 Rubine, dass man halt möglichst viele Versuche reinballern kann. So, sagt er jetzt noch irgendwas? Klasse, ein echter Zocker. Ja, im Grunde regt er sich natürlich auf. Für 10 Rubine ein Herzteil abgegriffen. Okay, dann können wir jetzt endlich weiter. Und zwar möchte ich, wie gesagt, in die Wüste, weil da habe ich auch noch, also nicht in die Wüste, sondern vor die Wüste. Ich muss natürlich erstmal wieder ein Liedchen spielen, weil er mich sonst nicht durchlässt. Zeit sieht auch noch gut aus, dass wir zumindest das noch erreichen, bevor ich mich dann wieder zurück teleportiere, also eher gesagt zurück verwandle, dass ich mich halt wieder groß mache. Habe ich alles dann. Ich weiß, dass es in der Wüste selbst dann auch noch ein Wundererbsen noch gibt, wo ich aber erst später hinkomme, weil ich erst als Erwachsener Link durch muss. Und ansonsten fällt mir, glaube ich, irgendwo noch ein Herzteil ein, wo ich tauchen muss. Aber wo war das nochmal? Da war irgendwo ein Loch. Ich glaube, da kommt man als beides hin. Also entweder man taucht als junger Link runter oder als erwachsener Link geht man mit den Stiefeln runter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, da hinten irgendwo war ein Loch. Wenn nicht, war das halt rechts daneben. Mal ganz kurz gucken. Ui, da hinten ist der Stein aufgeploppt. Kann natürlich auch sein, dass es der Stein ist. Ja. Hoffe ich doch zumindest. Und lassen wir mal diese Killer-Nas da weg. Oder Killer-Ananas, keine Ahnung. Bomben. Das Auge der Wahrheit brauche ich ja zum Glück nicht. Wäre natürlich auch ganz lustig gewesen, wenn man irgendwo hier außerhalb noch so ein paar geheime Sachen gehabt hätte, wegen, ja, die halt unsichtbar sind, die man dann so auf der Hyrule-Steppe sieht, aber leider nicht. Okay, das ist nur ein Brunnen. Oh, wobei, kann ich ja mir ein, zwei holen. Zumindest eine. So, zur Sicherheit. Na, kommt ihr her? Alles klar, sehr schön. Wenn wir schon mal hier sind, da kann man das auch gleich machen. Gleich wieder wegpacken, damit man sie nicht aus Versehen wieder auspackt. So, also war das halt nicht hier, sondern weiter hinten dann. Irgendwo am Rand, irgendwo waren eine... Ja, jetzt kommt das Ding natürlich auch rüber. Ich laufe mal hier so ein bisschen rum kurz.
Aber ich glaube nicht, dass... Ah ne, wartet mal. Vielleicht dahinter irgendwo, also auf der anderen Seite vom Fluss. Tja, wenn man irgendwelche Löcher im Kopf hat, wie es anhört, aber nicht mehr genau weiß, wo was war. Nicht mehr 100%. Vielleicht da am Baum. Meistens sind so die Bäume so ein kleiner Anhaltspunkt. Na, ich laufe hier mal rum, weil ich habe ja immer noch das Rumble Pack. Ja, hier vibriert's. Falscher Knopf. Das mir halt auch sagt, wo was ist. Jo, alles klar. Dann müsste es das sein, hoffe ich doch. Ja, okay. Na du. Ui, der braucht mehr Treffer natürlich. Ich habe hier eine schwache Waffe. So, und ich hoffe halt, dass ich mit ihm auch hier runter tauchen kann. Ja, da unten sieht man es. Ich meine, wir haben ja schon die, die Tiefe, also die tiefste Tiefe, die wir tauchen können. Ich hoffe, dass es reicht. Na, holst du ja? Ja, alles klar. Sehr schön. Sonst holt man sich das eigentlich als Erwachsener mit den Stiefeln. Ein Herzteil und habe wieder einen Herzcontainer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann hoffe ich noch, dass es noch reicht. Dass ich zumindest, ja gut, von der Zeit her geht es eigentlich noch, aber kommt natürlich auch darauf an, wie schnell ich da jetzt rüberkomme. Wow, bin ich gerade erschrocken. Dass der hier langläuft, krass. Alter, also man sieht halt jetzt, der rennt halt extrem schnell, weil er halt ja die Hasenohren hat. Man kommt eigentlich überhaupt nicht mehr hinterher, aber ich bin gerade echt erschrocken, weil ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Meine Güte, ey. So bin ich hier auch richtig, ja, genau. Und zwar muss ich ganz, also über diese Schlucht, bei der wir schon einmal runtergesprungen sind, weil ich hatte dieses Wundererbsen noch nicht mehr auf dem Schirm. Da müssen wir ganz nach unten und ja, müssen halt eine Wundererbse pflanzen und gleichzeitig auch ja, einen Käfer für eine Skulptula. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es noch reicht von dem Part her. Also ich meine, Laufwege sind natürlich immer so eine Sache, aber die möchte ich halt auch nicht rausschneiden. Ist halt so. Bei mir wird nur Dinge geschnitten, die wirklich absolut 100-mal wiederholt werden. Also jetzt speziell auf Dinge gerichtet, die man halt, ja, wobei, mache ich eigentlich gar nicht so krass. Also wenn, eher mache ich einen Zeitraffer, als dass ich schneide. Aber auch nicht mitten im Part, weil das ist immer so, ja. Ich hätte natürlich aus dem Part so anfangen können mit, ja, ich rede nicht, sondern mache einen Zeitraffer, hol mir das. Aber wenn ich dann wirklich überall nur rumrenne, also quasi im Zeitraffer rumrenne, ohne was zu sagen, dann ist es ja schon fast kein Let's Play mehr. Und ich möchte halt schon hier, so gut es geht, alles machen. So, Huhn, komm mal her. So, alles klar. Da vorne lassen sie uns übrigens nicht durch. Und ich glaube, oh, ich heißt, mit dem Huhn kann ich leider die Karte nicht, die Kamera nicht drehen. Und zwar da unten, wo man entlang laufen kann, ist ganz hinten im Eck, ist jetzt noch ein, ja, ein Wundererbsenloch. Und das ist mir halt nicht mehr bekannt gewesen. Dauert jetzt halt eine Weile, bis wir hier unten ankommen. Und hinter dem Wasserfall ist übrigens auch noch ein Herzteil, wo man eigentlich, so viel ich weiß, drankommen müsste, auch ohne diese Wundererbse. Weil da müsste eigentlich eine Leiter sein, aber irgendwie... Ich muss noch mal gucken. Na komm, werfen wir jetzt nochmal runter. Bisschen Zeit sparen. Okay, dann ist es halt weiter vorne. Wenn ich schon mal... Upsala. Weg damit. Nicht das Ding explodieren lassen, weil ich möchte gerne damit reden. Einfach nur, wenn ich schon einmal hier bin. Na du. Man erzählt sich, die Diebesprinzessin Naboru wäre eine Gerudo-Kriegerin. Das... Ja. Ja, und zwar hier, seht ihr das mit der Leiter? Und da oben ist halt ein Herzteil drin. Also wird wohl dann dieses eine Wundererbsenloch nur dafür gedacht sein, dass man wieder nach oben kommt, denke ich mal. Na gut, dann, ich meine, stört mich nicht. Hier steht sogar eine Kuh. Auch lustig, okay. So, was hast du denn zu erzählen? Aus dem Weg, verschwinde. Dies ist kein Kinderspielplatz. Mir doch egal. Upsala, ich wollte eigentlich erst gegen die Kiste rollen. Ah, nichts drin. Okay, dann können wir hier einmal hier Wundererbsen pflanzen.
und einmal Käferpflanzen. So, einmal. Finde es immer wieder schön, dass man halt gerade bei den Wundererbsen dann sieht, wenn man alle gekauft hat, wie viel noch fehlt. So, einmal freilassen und einmal wieder einfangen. Und plopp. So, alles klar. So, sehr schön. Und Skulltula, da bist du. Und dann dürfte ich eigentlich auch schon fast durch sein. Von der Zeit her, ich guck mal, ob ich vielleicht noch hier das, das Herzteil bekomme. Ich meine, können wir ja noch machen. Und dann würde ich mal sagen, ja, mit dem Part wird es dann gleich vorbei sein. Ich quatsche damit erst, wenn ich das Herzteil habe. Ich bin auf jeden Fall froh, dass mir so doch relativ gut vorankommt. Also ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass man halt doch immer mal wieder viele Laufwege hat. Aber ich bin auch ganz froh, dass mir das ein oder andere halt noch geläufig war. Wobei ich halt ganz ehrlich sagen muss, dieses Wundererbsen noch musste ich nochmal nachgucken, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ich hätte es vielleicht per Zufall nochmal gefunden, wenn ich hier runtergegangen wäre, aber ja. Ja, solange man hier zumindest hinter dem Wasserfall ist, hat man keine Strömung. Und ja, dann habe ich da oben zumindest das Herzteil und ja, da kann ich zumindest mal voraussagen. Ja, ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.